Recht herzlich willkommen zur 148. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, ich steige mal hier noch schnell aus und hoffe, dass es alles noch so schnell klappt. Und wir haben nämlich noch die Möglichkeit, denke ich, das hier gerade alles zu machen. Observe Bay. So, das. Keep Experiment. Und Collect Data. Remove the experiment data will render this module in Canada, okay. And withdraw. So, das haben wir jetzt alles gemacht, ne? Also es wäre jetzt nicht verkehrt, war das, ne? Die Daten einzusammeln, oder wie war das? Wir sind jetzt hier auf der Höhe. Lock temperature. Bringt nichts, also haben wir schon. No pressure. Bringt nichts. Und der Gu. Da ist irgendwie so ein ganz bisschen zu sehen. Okay. Vielleicht habe ich es jetzt auch kaputt gemacht. Kann auch noch sein. Ich weiß es dann doch nicht. Ist aber so. So, und dann Board. Ich will hoffen, dass das jetzt passend war und dass ich es nicht versaut habe. Kann aber auch sein, dass das noch wieder passiert ist. So, jetzt sind wir hier unterwegs mit unserem kleinen Ding in Richtung Heimat. Wir müssen schauen, dass wir so irgendwo hinkommen, wo es lohnt. 47 Millionen. Und da ist 33 Millionen. Das heißt, wir müssen nach hier hin, um da zu brennen, dass das kleiner wird, ne? Würde ich sagen. Ja. Ab hier. Weiß jetzt nicht, was ich gemacht habe. Vielleicht habe ich das auch alt. Das war die Höhe. Ne, das ist die Höhe von hier, ne? Oder? Muss ich jetzt. Nee. Das ist eine doofe Anzeige dann, oder? Vielleicht ist es auch zu spät gewesen, das kann auch sein. Der spricht hier bestimmt von den 34 Millionen, ne? Die werden da aber so angezeigt. Wahrscheinlich dann, ne? Ja. Weil wir nicht mehr im Orbit von Dingens waren, von Minmus. Egal. Haben wir das auch noch gemacht. Oder wir haben jetzt das andere überschrieben und haben richtig Punkte versaut. So, da müssen wir uns auf jeden Fall Retrograde ausrichten gleich. Und gucken, dass wir das dann hinkriegen. So, da. Und dann müssen wir das runterbrennen. Gut. Aber das funktioniert ja noch ganz gut hier. Da haben wir ja noch genug Saft drin, ne? Dass das klappen könnte. Okay. Ist die Ansicht schon etwas schwierig da? 13 Millionen noch, ne? Jetzt kommen wir gerade einem Dingens vorbei, der uns da noch hätte eingefangen. Nochmal eingefangen irgendwo. Okay. Ja. Zwei Millionen. Eine Million. Haben wir gleich auch noch. Siebenhundert, sechshundert, fünfhundert, vierhundert.
Und 300, 200, 100. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen kleiner machen. 33 war das Ziel, ne? So, passt. Gut, ja, das ist hier die Anzeige für Dingens wahrscheinlich dann, ne? Und dann Warp hier. Schnell macht dann sowas. Okay. 3 Tage, 2 Stunden. Da geht's schneller, ne? Nochmal weiter. Und dann müssen wir gleich die Solarzellen noch, also Solarpanels noch einklappen. Im Prinzip haben wir ja schon alles erreicht. Wir sind ja schon so weit unterwegs, dass wir da jetzt nichts mehr machen müssen, ne, oder? Warp already in progress, hört er vorher auf, ja. Also da weiter. So. Da noch hin. Dann sind wir eigentlich so weit, dass wir alles abmachen können, oder? Fliege noch näher ran. So, dann würde ich sagen, können wir jetzt hier Tracked Solar Panels. Da auch. Da auch. Und irgendwo ist die Antenne. Da ist die Antenne. Da ist es okay. Keine Ahnung, was ich da jetzt eben geklickt habe. Allow Partial. Fallschirme ist klar. Liquid Fuel ist auch noch da. Hatten wir eigentlich jetzt, wir haben ja gerade die ganze Zeit so langsam gebrannt. War das eigentlich auf volle Leistung? Nein, das war gar nicht auf volle Leistung. Ne? Das war... Hätten wir dann auch schneller machen können. Okay, egal. Dann kommen wir jetzt noch da lang. Kann man jetzt irgendwo dran sehen, dass es hier jetzt nicht mehr diese... Also jetzt sind es ja nur noch die Kilometer. Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich das eben erkennen konnte irgendwie, wer das war, ne? 1000, also Millionen Kilometer oder 50.000, es waren nur 50.000. Aber naja. Sechzehn Daten haben wir mit. Okay. Lass uns weiter fliegen und schauen. Weg, 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 weg. Das war jetzt wieder mal so ein super schnelles Ding. So, jetzt müssen wir noch die Stufe loswerden. Nee, da drehe ich mich noch einmal für um, oder? Nee, müssen wir jetzt schon machen, aber oh, das war wieder so eine Aktion, die jetzt schon falsche Stelle gemacht ist, ne?
Das erschlägt uns jetzt gleich noch, wenn wir Pech haben. Denn die driftet woanders lang. Ich glaube, ich muss hier umschalten auf Surface, ne? Das ist aber auch schon kaputt gegangen. Was ist das? Das ist der Decoupler oder was? Okay. Haben wir noch ein bisschen was hier zu gucken, aber das funktioniert alles, ne? Na, der wird jetzt auch nochmal explodieren gleich. Oder? Ne, der bleibt da oben. Oh, wir kriegen eine Wasserlandung hin, oder was? Sieht stark danach aus. Da war auch kaputt. Das macht einen ganz guten Eindruck hier. Ich glaube, wir kommen doch Richtung Land, wa? ...33.000, hier wird es 2,4, ja, obwohl... Ich weiß nicht, ist das die Küste? War doch richtig hier Surface, ne, oder? Der Ralo mir doch gesagt, ne? Ist hier irgendwo das Landezentrum? Ich weiß es nicht. Sehen wir nicht, ne? Wir verlieren schlecht Höhe, also ich glaube, wir werden doch landen, hart landen. Ich meine, hier wäre vielleicht, wenn unser Zentrum, oder? Oder ist es auf der anderen Seite? Könnte auch noch sein. Vielleicht ist es da. Wir werden sehen, ne? Ja. Wo werden wir runterkommen? Das ist die Frage, ne? Ja, Land hart. Würde ich sagen. Sieht aber gut aus. So, wir senken uns. Werden aber noch langsamer, sind noch schnell unterwegs. Ja, sind ein bisschen an Höhe ist da. Keine Ahnung, wo wir da runterkommen. So, Schirm ist auch nicht mehr rot, das heißt, wir können den auch nutzen. Und 2.500 über Land sollten wir es machen. So. Dann schicken wir die mal raus. Bremsen weiter ab. Sieht alles ganz gut aus, eigentlich, oder? Oh. Ja. Da unten kommen wir an. Kein Wasser in der Nähe, war doch ein bisschen weiter. Da hinten war das Wasser, ne? Schöne Berge. Ah, guck mal, da hätten wir auch eine Wasserlandung hinkriegen können, aber naja. Ja, die letzten 400 Meter da noch runter. Noch 300. Und die letzten 100 Meter. So, und da sind wir gelandet. Jetzt.
Gut, okay. Und jetzt hat der Dralo gesagt, soll ich auf jeden Fall nochmal aussteigen und hier noch ein paar Proben nehmen und einen Test machen. Wo ist das Fenster da? Und dann blättert der wiederum auch schön, ne? Aber der kommt da von alleine wieder hoch, ne, oder? Ah. Ja, das geht, dass er da einsteigen kann, ne? So. Erstmal den. Da ist aber nichts mehr, da waren wir schon. Und da haben wir noch ein bisschen. Keep Experiment. Und Text here for example. Ja, das haben wir gemacht. Jetzt müssen wir F drücken. Dass er da. Kann er da hoch? Ja. Hey, der bottet aber nicht. F. Grab. Jetzt hat das. Gut, wieder drinne. Recover Vessel. Ja, schade, ich hätte die Instrumente vielleicht nochmal benutzen müssen, ne? Naja, jetzt ist es zu spät. Dumm gelaufen. Aber hier 726, da können wir was mit tun, ne? Gut, Science ohne Ende. Wahrscheinlich hätten wir 1000 kriegen können, wenn wir jetzt richtig gearbeitet hätten. Aber naja, das ist dann halt so. Das kriegen wir noch an Geld wieder. Ist ja auch ordentlich was. Und die drei Jungs haben alle einen Stern mehr gekriegt, ne? Kann das sein? So. Dann. So, das haben wir geschafft. Ja, dann gucken wir doch hier rein, was wir mit den vielen Punkten dann machen können. Ja, das sind hier Klamotten, die wir für ein Ding ins Flugzeug da bauen, ist klar, aber wir gucken erstmal weiter. Was ist das? Achso, das ist das Testding jetzt. Engine. Bei wie viel der Stufe sind wir hier? 160, okay. 160, 320, 640. Na, vier Stück könnten wir aus dieser Reihe machen, wenn. Wie kann ich das denn auch so einfach nehmen? Okay. Ja, was haben wir für Möglichkeiten? Hier mal ein Labor oder was war das, ne? Ja. Und da ist eine Leiter, die dann da runter geht. Wie viele Punkte kostet uns diese Reihe eigentlich? Large Volume 300 kostet die. Okay. Da könnte man hier unten schon was machen. High Power Electricity, aber das Thermal Control System, Fuel Cell, da gibt es Batterien. Das wäre irgendwie ein antennenmäßig was, oder wie? Double Semi Accelerometer, okay. Und noch eine Antenne. Da haben wir Probodyne QPE, keine Ahnung. Ein Opto, okay, das sind Steuereinheiten. Hier, wie gesagt, das Lab und die Leiter. Dahinter Sentinel Infrared Teleskop, das ist auch sehr interessant bestimmt. Da können wir den Boden mit scannen. Noch ein Scanner. Variometer. Hier haben wir noch was für ein Hitzeschild. Landing Strut in einer anderen Form. Noch ein Parachute, der ist vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Der ist bestimmt für die große Kapsel dann da. Nochmal Landebeine. Was haben wir hier? Advanced Grabbing Unit. Okay, da können wir uns einen Asteroiden schnappen. Hier sind noch ein paar Nasen und die Shield, Konstruktionsteile, Separator, Docking Port, ein Tree Coupler,
Da waren wir. Hier haben wir nochmal Tanks. Ja, der Dicke da. Hier sind noch ein paar Triebwerke. Das sind aber Steuerdüsen mehr. Und der Mini-Tank für einen Satelliten sehr geeignet, oder wie war das? Ja, hier oben war nochmal das Triebwerk und ja, den haben wir ja irgendwo im Versuchslabor. Ja, Windteile für ein Flugzeug alles. Cockpit und so. Und da geht's dann noch da weiter, ja. Weiß nicht, ob man das machen will. Okay, ich sag mal so, ich lasse das mal so offen stehen und wir können dann darüber kurz reden, was wir forschen wollen. Und wir können hier noch gerade reinchecken. Ein Solar Orbit. Das Verweis auf Minmus, da waren wir gerade. Explore Kerbin, interessant. Naja, Test MK Parachute, ist klar, ein Test. Spy of Kerbin, Ferry to Tourist, nö. Position Satellite in a Special Order of Duna, das wäre vielleicht eine interessante Geschichte. Da hatten wir ja irgendwo in der Nähe eigentlich einen gehabt, der dann vermisst ist. Da können wir ein Rescue machen. Build a new orbital station around Duna. Das würde sich ja irgendwie so... Das und das vielleicht in Kombination, weiß ich nicht. Müsste man dann nochmal gucken, ne? Ja, sollten wir drüber sprechen. Der Daralo Modrak, die werden mir bestimmt da Bescheid sagen. Und dann würde ich sagen, für die Folge soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.